Ruby hat ja keine Ahnung, wer ihr Vater ist. Und langsam stellt sie sich die Frage, könnte es vielleicht sein, dass mein Vater ein Vampir ist? Das ist der 14. Part meiner Okkult-Baby-Challenge. Viel Spaß! Und mit diesem ungewöhnlichen Bild starten wir in den Tag hinein. Livia ist gerade dabei zu frühstücken, sie hat sich einen Obstsalat gemacht. Und wir befinden uns heute mal nicht in Brindleton Bay, denn am Ende des letzten Parts ist sie ja hier nach Sulani gereist. Nur als kleine Erinnerung, hier in Sulani ist sie deshalb, weil sie Jonas Collette wiedersehen möchte. Jonas Collette war ihr bester Freund in Schulzeiten. Und er ist ein Meerwesen und aus diesem Grund für unsere Okkult-Baby-Challenge natürlich äußerst nützlich. Und eine ganze Zeit lang wusste Livia natürlich nicht, wo sie Jonas finden könnte, aber im letzten Part ist ja noch was passiert. Und zwar ist Livias Bruder Ivo bei ihr eingezogen und der hat ihr verraten, wo Jonas lebt. Und deshalb hat Livia mal wieder alles überstürzt und ist hier nach Sulani gereist. Und wer lebt rein zufällig direkt nebenan? Die Familie Collette. Und eigentlich wollte ich ihnen einfach gleich mal einen Besuch abstatten, aber das ist tatsächlich gar nicht nötig. Jonas ist nämlich schon in der Nähe. Er liegt hier in der Sonne, etwa 20 Meter von unserem Haus entfernt. Und Livia wird sich hier direkt neben ihm jetzt einfach mal unauffällig sonnen. Und wer weiß, möglicherweise spricht er sie ja an, sonst wird sie ihn natürlich ansprechen. An dieser Stelle dürfen wir natürlich nicht vergessen, die beiden haben sich schon etwa 10 Jahre nicht gesehen. Und Livia sieht ganz, ganz anders aus als früher. Und deshalb werde ich auch die komplette Freundschaft der beiden entfernen. Das müssen wir alles wieder neu aufbauen. Und so liegt Livia nun in der Sonne und hat Jonas natürlich die ganze Zeit im Blick. Ich habe zwar keine Ahnung, wer diese Frau in der Mitte ist, aber wir ignorieren sie einfach. Die Frau ist mittlerweile gegangen, aber Jonas hat uns irgendwie noch immer nicht entdeckt. Und deshalb wird Livia jetzt einfach hingehen und ihn ansprechen. Sie hat ihren ganzen Mut zusammengenommen und fragt, Entschuldigung, das ist jetzt vielleicht eine seltsame Frage, aber kommst du zufällig von hier? Diese Frage bejaht er nun und erzählt, dass er hier in Sulani aufgewachsen ist. Livia weiß natürlich auch genau, wie sie mit Jonas umgehen muss. Immerhin, wie schon tausendmal gesagt, die beiden kennen sich ja von früher. Livia hat sich natürlich auch eine Ausrede überlegt, warum sie ihn anspricht und erzählt jetzt, dass sie von diesem Vulkan gehört hat, den es hier in Sulani gibt und sie wollte den unbedingt anschauen. Aber sie weiß einfach nicht, wie man dorthin kommt. Und erst beginnt er jetzt den Weg zu erklären, aber dann schlägt sie vor, möchtest du nicht einfach mitkommen? Allein würde mir sowieso langweilig werden. Und Jonas hat heute ohnehin nichts Besseres zu tun. Außerdem wissen wir alle, er fand Livia schon immer sehr attraktiv und ist ihm deshalb natürlich nicht ganz abgeneigt. Und nun reisen die beiden hier zum Schiffswrack und Jonas wird ihr Sulani ein wenig zeigen. Livia ist ja total braun geworden. Das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Und hier am Schiffswrack angekommen, beginnen die beiden hier den Weg entlang zu spazieren. Hier durch die Wälder, dann hier den Strand entlang, am Wasserfall vorbei und dann hier rüber. Auch bei diesem Haus müssen wir vorbei, dann einfach den Berg rauf. Und hier haben wir dann schon den Vulkan. An dieser Stelle muss ich übrigens gestehen, es ist noch gar nicht so lange her, dass ich den entdeckt habe. Wie lang wisst ihr schon, dass es den gibt? Und habt ihr den schon mal irgendwie aktiv in eurem Spiel eingebaut? Und nun, da die beiden hier oben angekommen sind, können sie eigentlich auch gleich mal ein Foto miteinander machen. Eigentlich hätte ich gern den Vulkan im Hintergrund gehabt, aber man kann nicht alles haben. Und wie wir sehen, Livia nähert sich Jonas schon eindeutig an und jetzt wird sie sich noch einmal bei ihm bedanken, dann wird sie ihm unauffällig schmeicheln und dann wird Livia auch direkt mal fragen, bist du eigentlich Single? Also sie wird es jetzt nicht so direkt fragen, aber sie wird es irgendwie andeuten. Wir haben gelernt, dass er eifersüchtig ist. Aber er ist Single. Das ist eine gute Nachricht. Und nun, da sie die Gewissheit hat, dass er Single ist, lädt sie ihn zum Dank noch zum Abendessen ein. Und zwar beschließt sie, dass sie in der Unterkunft etwas für die beiden kochen wird. Und deshalb reisen wir jetzt gleich mal zurück. Nun sind wir zurück in der Unterkunft und die beiden kochen gemeinsam Pasta Primavera. Ich bin wirklich gespannt, wo diese Nacht noch hinführen wird. Hier am Strand in Sulani. Das ist schon alles sehr romantisch. Musik.
Mittlerweile verstehen sich die beiden richtig gut. Livia erzählt auch von ihrem Leben in Brindleton Bay, dass sie dort als Barista arbeitet, dass sie 2 Kinder hat. Und an Livia geht natürlich nicht vorüber, dass er absolut begeistert von ihr ist. Deshalb wird sie jetzt ihm erstmal ein Kompliment über sein Aussehen machen und einfach sagen, ich finde, du siehst wirklich gut aus. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Genau, so macht man ein Kompliment übers Aussehen und dann wird sie ihn anflirten. Ich hoffe, das funktioniert. Die beiden hatten ja noch nie eine romantische Interaktion miteinander. Und es klappt. Er ist auch schon super kokett. Zur Abwechslung wird Livia jetzt erstmal einen Witz erzählen und dann versuchen wir es natürlich immer weiter. Sie wird ihn nochmal anflirten. Dann wird sie sagen, dass es sie so freut, ihn kennengelernt zu haben. Und ob sie nicht ihre Nummern austauschen wollen, dann könnte er sie auch mal im Brindleton Bay besuchen. Und während die beiden sich hier besser kennenlernen, schauen wir einmal bei der Hauptfamilie vorbei. Hier in Brindleton Bay haben wir gerade das komplette Gegenteil von Sulani. Es herrscht tiefster Winter und überall liegt Schnee. Und hier im Haus der Potter haben wir hier einmal einen schlafenden Ivo. Dann haben wir hier eine schlafende Akira. Aber wie sollte es anders sein? Rubys Bett ist leer. Die kleine Ruby sitzt nämlich schon seit Stunden hier unten auf der Couch und hat nur gewartet, bis ihr Onkel Ivo ins Bett geht. Im Laufe des heutigen Tages hat sie es nicht nur geschafft, den Schlüssel wieder aus dem Versteck zu holen, sondern sie hat auch endlich die versteckte Tür gefunden. Und weil sie dafür natürlich nach draußen muss, wird sie sich erstmal etwas anderes anziehen und dann wird sie sich hier hinters Haus schleichen. Upsi, möglicherweise habe ich auf unsere Kuhpflanze vergessen und jetzt ist sie tot. Ich bin einfach nicht gut mit Pflanzen, nicht mal in Sims. Hier hat unsere Ruby nämlich entdeckt, dass es eine Treppe hinab gibt zu einem geheimen Raum. Und dort gehen wir jetzt gleich mal hin. Und hier unten wird sie dann gleich die Tür aufschließen. Hier befindet sich der geheime Keller ihrer Mutter. Und als Ruby dort reinkommt, kann sie ihren Augen nicht trauen. Neben dem ganzen Gerümpel haben wir hier einen merkwürdigen Tisch. Dann steht hier tatsächlich eine Urne, überall sind Kerzen und Spinnweben und wieder solche seltsamen Bilder, die sie sehr an die Bilder in Livias Zimmer erinnern. Unsere Ruby ist ja eine Leseratte und deshalb wird sie sich gleich mal ein Buch schnappen, denn hier findet sie jede Menge spannender Bücher. Aber die Bücher, die hier im Keller versteckt sind, sind keine gewöhnlichen Bücher. Ziemlich schnell merkt sie, dass es sich in all diesen Büchern nur ums okkulte Leben dreht. Und je mehr sie über das Thema liest, desto mehr beschleicht sie das Gefühl, dass ihr Leben etwas damit zu tun hat. Es fühlt sich für sie nicht an, als würde sie Märchen lesen oder als würde sie etwas lesen, das sie nicht betrifft. Irgendwie fühlt sich das okkulte Leben für sie nach zu Hause an. Und fast hätte sie dabei die Zeit übersehen. Es ist schon fast 6 Uhr morgens, deshalb schleicht sie sich so schnell wie möglich wieder ins Haus und legt sich in ihr Bett. Ivo und Akira haben von dem Ganzen natürlich nichts mitbekommen. Die beiden schlafen noch tief und fest. Sonderlich gut kann Ruby in dieser Nacht tatsächlich nicht schlafen, denn sie stellt sich ständig die Frage, was hat meine Mutter nur mit dem okkulten Leben zu tun? Unsere Livia hat davon natürlich nichts mitbekommen. Sie ist noch immer in Sulani und ihr Date gestern Abend ist so gut gelaufen, dass sie Jonas heute Morgen gleich wieder angerufen hat. Die beiden verbringen hier am Strand noch ein wenig Zeit miteinander und sie lernen sich einfach noch ein bisschen besser kennen. Und dann wird sie wieder versuchen, ein wenig in die romantische Richtung zu gehen. Gestern ging es ja schon ein wenig in die Richtung, aber hauptsächlich haben sie sich einfach besser kennengelernt. Jonas ist auch schon unglaublich kokett und sie haben eine romantische Leiste. Dann wird sie ihn gleich mal anmachen und dann wird sie ihm eine schlüpfrige Frage stellen. Und bevor Livia nun jetzt wieder nach Hause reist, wird sie ihn einfach küssen. Einfach, um sicherzugehen, dass sie ihm nicht mehr aus dem Kopf gehen wird. Und nun erleben Livia und Jonas ihren allerersten Kuss miteinander. Und nun wird es aber Zeit, dass sie sich von ihm verabschiedet. Wir beenden den Urlaub und Livia reist wieder zurück nach Brindleton Bay. Zu Hause angekommen, kümmert sich Livia erstmal um ihre jüngste Tochter. Ruby ist ja noch in der Schule. Und währenddessen erzählt sie Ivo, dass sie Jonas in Sulani getroffen hat.
Akira hat in der Nacht ohne ihre Mutter anscheinend auch nicht so gut geschlafen. Deshalb wird sie jetzt ihre Tochter gleich mal ins Bett bringen. Pausenklau. Ein anderes Kind hat Ruby bedroht und ihr das Pausengeld abgenommen. Arme Ruby. Aber wir wussten ja schon, dass sie es in der Schule schwer hat. Livia weiß jetzt auch nicht ganz, was sie machen soll und sagt einfach nur, sie muss lernen, sich zu verteidigen. Und Livia meint das natürlich absolut nicht böse. Natürlich möchte sie ihre Tochter beschützen. Aber sie weiß eben auch, dass da draußen schlimmere Gefahren lauern als nur böse MitschülerInnen. Unsere Ruby ist gerade pünktlich zum Abendessen wieder nach Hause gekommen und schaut ihrer Mutter jetzt ein wenig beim Kochen zu. Sie wird jetzt erstmal ein Kompliment machen und sagen, schön, dass du wieder da bist, Mom. Ich freue mich so. Ich habe dich wirklich vermisst. Und während die beiden zu Abend essen, wird Ruby ihre Mutter jetzt fragen, wie war der Urlaub eigentlich? Was hast du gemacht? Und natürlich hofft sie drauf, dass Livia ihr die Wahrheit erzählt. Wie wir uns alle schon denken konnten, macht sie das natürlich nicht und wird ihr jetzt einfach eine fesselnde Geschichte davon erzählen, an welchen Workshops sie teilgenommen hat und was sie alles für ihren Job gelernt hat und dass es so eine spannende Geschäftsreise war. Und wie wir uns alle denken können, daraufhin wird Ruby wütend. Ruby fühlt sich einfach komplett verarscht und sie versteht nicht, wieso ihre Mutter so viele Geheimnisse hat. Und deshalb wird sie jetzt einfach mal mit ihr über Hausregeln streiten. Sie wird sich aufregen und sagen, Mom, ich habe keine Ahnung, was in deinem Leben überhaupt los ist. Du erzählst mir nie etwas. Du erzählst mir immer nur Blödsinn. Ich verstehe nicht, wieso du nicht ehrlich sein kannst. Du sagst mir immer, man muss immer ehrlich sein, aber du belügst mich die ganze Zeit. Und zum Abschluss wird sie ihr noch einmal verbotene Wörter um die Ohren brüllen und ganz viele böse Wörter sagen, die ich in diesem Video nicht sagen werde. Stellt euch einfach das Schlimmste vor. Sie sagt das zu ihrer Mutter. Und jetzt fühlt sich Ruby auch verletzt von ihrer Mutter. Die versteht einfach absolut nicht, was los ist. Neue Familiendynamik, schwierig. Würdest du sagen, dass die Familiendynamik zwischen Ruby und Livia schwierig ist? Momentan ja. Es ist definitiv schwierig. Livia versteht auch die Welt nicht mehr. Als sie weggegangen ist, war Ruby das süßeste Kind der Welt und jetzt auf einmal schreit sie ihre eigene Mutter an. Deshalb wird sie jetzt auch ihr aktuelles Verhalten maßregeln und zwar wird sie sie bestrafen und zwar gibt sie ihr Fernsehverbot. Und Ruby wird wegen dieser Strafe natürlich nur noch wütender und sagt zu ihrer Mom jetzt, wenn ich schon nicht fernsehen kann, dann möchte ich lesen. Ich reise jetzt zur Bibliothek und du kannst absolut nichts dagegen machen. Und Livia sagt dazu tatsächlich auch nichts, einfach weil sie komplett überfordert ist. Und unsere Ruby wird jetzt hier ins Kunstzentrum reisen, einfach weil sie gehört hat, dort gibt es Lesemöglichkeiten oder auch Computer, um zu recherchieren und sie möchte eben so viel wie möglich über das okkulte Leben erfahren. Und deshalb wird sie sich jetzt einfach mal in einem Chatroom anmelden und schauen, ob ihr irgendjemand eventuell dort etwas über das okkulte Leben erzählen kann. Und tatsächlich, nach einiger Zeit schickt ihr jemand einen Link zu einer Website, wo sie mehr über Vampire herausfinden kann. Und während ihrer Recherche stößt sie auf einige Dinge, die ihr bekannt vorkommen. Es heißt, Vampire haben einen fahlen Hautton, Vampire können nicht in die Sonne gehen, sie haben fast keinen Hunger, sie sind fast nie müde und irgendwie klingt alles nach ihr. Ruby hat ja keine Ahnung, wer ihr Vater ist und langsam stellt sie sich die Frage, könnte es vielleicht sein, dass mein Vater ein Vampir ist? Und so macht sie es sich zur Aufgabe, immer mehr über Vampire herauszufinden und stößt schließlich auch auf die Information, dass die meisten Vampire in Forgotten Hollow leben. Und weil sie von ihrer Mutter genug hat und endlich mehr über ihren Vater herausfinden will, möchte sie so schnell wie möglich nach Forgotten Hollow.